Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Ich habe eine Menge Stuff für euch zusammengetragen. Das meiste, was ich euch jetzt erzähle, ist von dem Data Miner Shrug Tool zusammengekommen. Ich habe eine Menge Skins, ich habe auch richtig geile Informationen. Ich lese es mal ab, bevor ich es vergesse. Eventuell Waffe in Season 10, also welche Waffe in Season 10 kommt, meine Vermutung, denn es sind neue Game-Files im Spiel aufgetaucht, die das bekräftigen. Twitch Prime Skins, ich habe zwei Bilder zu zwei neuen Erbstücken und da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Eins sieht noch sehr in der Mache aus, sieht ein bisschen witzig aus. Einmal Rampart, einmal Revenant, das möchte ich erstmal dazu sagen. Es gibt Informationen zum Arena-Ranked-Modus. Ja, Arena bekommt ebenfalls einen Ranked-Modus, genauso wie der normale Battle Royale. Das hat auch Respawn bestätigt, das ist ganz wichtig und ich habe ein sehr, sehr eigenartiges Datum, wann das starten soll. Ich habe die Regeln, also zumindest die Punkteverteilung und das allererste Event, wann das starten soll. Ob davor vielleicht schon ein Mini-Event ist, das steht noch nicht so ganz fest, aber ich habe ein festes Datum, was die Arena auf jeden Fall betrifft. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, aber bevor ich starte, brauche ich mal eure Meinung. Ich werde jetzt auf dem Community-Tab, jetzt wenn ihr das Video seht, sind zwei verschiedene Umfragen auf dem Community-Tab aktiv. Ich brauche eure Meinung, ganz, ganz wichtig für die kommenden zwei Videos. Vielleicht wird es auch ein Video, denn ich finde es immer ein bisschen witzig. Eine neue Season ist draußen, zwei Stunden später kommen schon die ersten YouTuber mit. Neue Legende-OP, neue Waffe-OP. Das kann man machen, wenn man wirklich sehr, sehr überzeugt davon ist. Ich bilde mir immer so eine Meinung, gerne mal so zwei, drei Tage später, dass man mal genug gezockt hat und wirklich sagen kann, es stimmt oder es stimmt eben nicht. Und deswegen eure Meinung. Ein Community-Tab-Umfrage oder eine Umfrage. Findet ihr den Bogen OP? Ja, nein. Bitte ankreuzen. Solltet ihr es OP finden und ihr habt Bock, euch mal auszukotzen, schreibt einfach auch mal rein, warum findet ihr den denn bitte OP? Einfach, um das ein bisschen ins Video mit einfließen zu lassen und ich guck mal, was ich darüber noch zu erzählen habe und genau dasselbe für die neue Legende. Valkyrie, meine Meinung steht so ein Stück weit schon fest. Also ich kann jetzt schon mal sagen, Bogen ganz schön belastend, wie ich finde. Valkyrie nicht so OP, wie ich dachte, vielleicht doch überhaupt nicht OP. Das erstmal nur grob. In dem Video erzähle ich mehr darüber, warum, weshalb und wieso. Deswegen, ihr würdet mir in dem Community-Tabs auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen. So, lange genug drumherum geredet. Jetzt geht's los. Wir fangen zuerst an hiermit. 7. Mai, das ist noch relativ uninteressant für die meisten. Es gibt einen Twitch Prime Skin für Valkyrie. Ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Mach mal wieder weg. Ein Revenant Prime Skin kommt auch noch. Das Datum weiß ich allerdings nicht. Die Mirage Edition steht schon lange, lange fest. Kommt am 18. Mai oder soll am 18. Mai kommen, zusammen mit einem World Skin. Ich glaube, es waren 2000 Coins und einem Waffencharm Cowboy-Stiefel am 29. Juni. Und da kommen wir eigentlich schon zur interessantesten Sache für die meisten wahrscheinlich von euch. Am 29. Juni, das ist in zwei Monaten, quasi vorgestern in zwei Monaten, mitten in Season 9 oder sag mal kurz vor Ende von Season 9, soll der Ranked-Modus für die Arena kommen. Das ist in den Gamefiles kurz nach Release der 9. Season aufgetaucht. Das hat Shrug Tool wie gesagt gepostet. Das Ausgegraute mit diesem 7 Uhr, bei uns wahrscheinlich dann 19 Uhr, keine Ahnung. Man weiß, was das für eine Zeit ist, auch scheißegal. Es geht um den 29.06. speziell. Ich würde mich da jetzt noch nicht hundertprozentig drauf verlassen. Ich sag euch auch gleich noch, wie die Ranked-Punkte-Verteilung wohl sein soll. Das hat er nämlich auch gepostet. Aber mitten in der Season in Ranked zu starten, macht für mich erstmal keinen Sinn. Aber es könnte natürlich sein, dass es vielleicht keinen Split gibt, wo man jedes Mal nach der Hälfte der Season zurückgesetzt wird. Dann ist tatsächlich der Start vollkommen Hupe. Ich habe eigentlich mit Split 2 oder eben Anfang Season 10 mit dem Ranked-Modus für die Arena gerechnet. Auch gerne mal in die Kommentare, wie kommt bei euch nach ein paar Tagen Season 9, tatsächlich nach zwei Tagen, stand jetzt der Arena-Modus an. Und wir lassen jetzt mal bitte außen vor, dass die Server scheiße sind und dass es alles andere als stabil läuft. Das wissen wir alle. Ich hing im Stream 7 Stunden und davon hat 50% nichts funktioniert.
Darüber soll es aber nicht, oder darum soll es tatsächlich nicht gehen, aber sollte es keinen Split geben, wo man immer wieder zurückgesetzt wird oder so, dann ist es, glaube ich, vollkommen egal, wann der Arena-Modus startet. Und es soll wie folgt funktionieren: Habt ihr eine Niederlage, werden uns 50 Rank-Punkte abgezogen, gewinnen wir, bekommen wir 100 Rank-Punkte. Mehr ist erstmal nicht geschrieben. Zumindest nichts Besonderes. Hier gibt es noch einen Dreier-Multiplikator für eine Penalty, also für eine Zeitstrafe, wenn man wahrscheinlich frühzeitig lief oder keine Ahnung. So gehe ich davon aus. Und im Allgemeinen, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass die Regeln für den Rank-Modus hier völlig anders sein werden. Und ja, mal gucken, 29. Juni. Ich denke, in den nächsten Wochen wird da bestimmt noch ein bisschen mehr kommen. Die KSMG soll... Also das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Es sind wieder neue Gamefiles aufgetaucht. Und zwar das Recoil Pattern für die KSMG. Eine bekannte Waffe aus Titanfall. Sollte den meisten von euch ein Begriff sein. Und auch alle, die Titanfall nicht kennen und mich seit Anfang an in Apex Legends begleiten, quasi seit dem Release, gibt es bei mir Apex Legends Stuff. Die KSMG habe ich gefühlt nach 2 Monaten das erste Mal wörtlich in den Mund genommen. Und vor ein paar Monaten hat Respawn erst gesagt, diese Waffe wird niemals kommen. Es tauchen aber immer mehr Gamefiles auf. Und deswegen können wir eventuell davon ausgehen, spekulativ hat keiner gesagt, ich sage, Season 10 wird das vielleicht die neue Waffe. Und jetzt bin ich auf eure Reaktion gespannt. Es gibt ein Grundgerüst von Ramparts Erbstück. Erstmal finde ich es relativ unkreativ. Also wie gesagt, das ist nur das Grundgerüst. Da fehlen die Texturen und der ganze Spaß und so weiter und so fort. So eine Art Schraubenschlüssel passt natürlich zu Rampart. Sie ist ja so eine Art Waffenschmieden. Und einige der Waffen und auch die Skins sind aus ihrer Hand. Deswegen könnte ich mir vorstellen, der Schraubenschlüssel passt dazu, aber optisch sieht es mal nicht nach einem Mega-Highlight aus. Und vor allen Dingen frage ich mich, wie willst du so einen Schraubenschlüssel noch optisch mega krass gestalten? Jetzt kommt das Revenant-Erbstück. Voraussichtlich noch in Season 9, aber ganz hoch im Kurs, habe ich jetzt aber nicht vorbereitet. Ne. Krypto-Erbstück, das ist das, was am höchsten im Kurs ist. Habe ich jetzt kein Bild, habe ich auch noch in keinem Video gezeigt, obwohl es schon Bilder gibt. Vielleicht reiche ich es noch nach, falls ich dran denke. Dann schiebe ich das im Schnittprogramm hier mit rein, weil darum sollte es heute nicht gehen. Es ist ein Katana-Schwert für Krypto tatsächlich. Sieht auch sehr geil aus, falls es das tatsächlich wird. Aber Revenant, da kursierten vor einigen Monaten schon, ich weiß nicht, ob das Fanarts waren, keine Ahnung. Es soll tatsächlich... diese Sichel sein, also diese Todessense, diese Sense vom Onkel Tod. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es sonst nennen soll. Also das sieht optisch sehr, sehr geil aus. Es gibt auch Videomaterial darüber, aber ich habe leider kein Programm, womit ich Videomaterial aus Twitter runterziehen kann. Deswegen habe ich ja leider kein Videomaterial. Sieht aber verdammt geil aus. Was habe ich noch? Es wird ein Walkstarter-Pack geben am 13. Mai. Gibt es, glaube ich, für jede neue Legende immer am Anfang einer neuen Season. Weiß aber, ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel das kostet. Wahrscheinlich um die, keine Ahnung, 5 Euro oder so waren es bei bestimmten Legenden. Hast du diesen Skin und bekommst, glaube ich, noch 600 Coins obendrauf. Dann wird es am 18. Mai einen Apex Legends Global Series Store geben. Ich habe aktuell keine Ahnung, wie viele Skins dort reinkommen, aber einer der interessantesten Skins, der wahrscheinlich viele Octane Mains interessiert. Ich lüfte das Geheimnis gleich, welcher Skin gemeint ist, aber ihr wisst es sicherlich. Wir haben zum einen erstmal den Pathfinder Skin, den ich sowas von ultra hässlich finde. Und nicht schön, ganz ehrlich, sieht total grauenhaft aus. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, die meisten Octane-Mains interessiert natürlich dieser Skin. Und der soll im Apex Legends Global Series Store mit dabei sein. Ich habe natürlich auch noch ein Event, was demnächst startet. Wir müssen noch ein paar Wochen warten, aber es wird noch ein Event geben. Dann haben wir einen Fuse-Skin, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und wir haben noch... einen, also ich gehe zumindest felsenfest davon aus, dass es Caustic sein soll. Der gefällt mir tatsächlich mega, mega gut, würde ich sagen. Und dann haben wir, genau, am 25. Mai soll es ein Event geben, das spezifisch für die Arena ist. Das nennt sich Arena Flash Event wohl. Und daraus habe ich 3 Skins. Das ist einmal der Bloodhound Skin. Dann haben wir noch einen EVA 8 Skin.
Und wir haben noch diesen Watson-Skin. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Lasst mir für dieses Video gerne einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und wenn ihr nichts von Apex Legends verpassen wollt, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und vor allen Dingen würde ich es sehr, sehr geil finden, wenn ihr an dieser Umfrage auf meinem Community-Tab teilnehmt. An beiden bitte. Also nochmal Nummer 1, Waffe OP, ja, nein. Und gerne wirklich mit einer Begründung. Darum finde ich die Waffe OP. Wenn ihr sie kacke findet und ihr wollt euch da mal auskotzen, ist das natürlich auch völlig okay. Aber primär geht es mir darum, wenn ihr es OP findet, dann warum? Solltet ihr es nicht OP finden, auf jeden Fall einfach Nein ankreuzen. Einfach, damit ich mal ein paar Werte habe und das in das kommende Video oder die kommenden Videos einfließen lassen kann. Und dasselbe gilt natürlich auch für die neue Legende Valkyrie. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.